Musikalischer Empfang mit dem Badener Lied am Bahnhof in Bachheim. Einen ganzen Tag lang reiste Minister Alexander Bonde in der Höllentalbahn durch den Südschwarzwald. Auf seiner Tour lag dem Minister eines ganz besonders am Herzen: auf die Bedeutung des ländlichen Raums für Baden-Württemberg aufmerksam zu machen. Der ländliche Raum in Baden-Württemberg ist stark, und da wir das Land so stark halten wollen, wie es ist, wollen wir auch die ländlichen Räume stark halten. Deshalb machen wir als Landesregierung eine aktive Politik für den ländlichen Raum mit einer Strukturpolitik, die regionale Wertschöpfungskreisläufe unterstützt. Gemeinsam mit zahlreichen Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Vereinen besuchte der Minister innovative Betriebe und Projekte in der Region, die das Land mit Programmen wie dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum oder LIDER fördert. Damit haben wir Möglichkeiten, die innerörtliche Entwicklung in den Dörfern zu stärken, aber auch innovativen Firmen im ländlichen Raum eine Chance zu geben, ihren Standort im ländlichen Raum zu halten und attraktive Arbeitsplätze zu schaffen. Konkret profitiert von der Förderung der Landesregierung hat zum Beispiel dieser Holzbaubetrieb in Löffingen. Mit Investitionen in eine neue Fertigungshalle und in moderne Maschinen konnte Firmeninhaber Jürgen Kuttruff die Arbeitsplätze im Ort halten. Die Fördermittel des Landes haben seinen Betrieb zukunftsfähig gemacht. Wie stark Naturschutz, Forst- und Landwirtschaft sowie der Tourismus zusammenhängen, zeigt sich im Naturschutzgebiet der Nachbargemeinde Hüfingen. Der neue Orchideenlehrpfad in Deggenreuschen-Rauschachen sichert die biologische Vielfalt und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Naturschutz. Diese abwechslungsreichen Naturräume ziehen viele Menschen aus nah und fern an und geben damit dem Tourismus vor Ort neue, wichtige Impulse. Deshalb machen wir auch eine aktive Tourismuspolitik, haben das Marketing verstärkt, sorgen aber auch mit dem Tourismusinfrastrukturprogramm und dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum dafür, dass unsere Unternehmen und Gemeinden da die notwendige Unterstützung bekommen, um hier auch voranzugehen und noch attraktivere Urlaubsdestinationen zu werden. Dass es sich lohnt, auf das magische Dreieck aus Landwirtschaft, Naturschutz und Tourismus zu setzen, beweist auch der Landschaftspflegehof Viehweide. Michael Birk setzt seltene Haustierrassen gezielt für die Kulturlandschaftspflege ein. Damit gilt der Betrieb als Vorzeigeprojekt im Naturpark Südschwarzwald. Projekte wie diese und die vielen engagierten Menschen, die dahinterstehen, machen den ländlichen Raum in Baden-Württemberg so stark, wie er ist.